Hossa oder auch Moinsen, Diggas. Ja, ich möchte gerne mal ein kleines, aber feines Let's Player-Video drehen. Ich habe mal wieder wirklich viele Kanäle diesmal dabei, die euch vielleicht gefallen könnten. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen an. Der erste, den ich vorstellen möchte, das wäre der XXS Keylord XX. Und ich finde schon mal dein Profilbild irgendwie leicht komisch, weil hier nur die Hälfte ist, aber ich weiß nicht, ob das so sein soll. Auf jeden Fall, du hast schon 194 Videos, also Respekt, also das ist schon enorm viel und 21 Abonnenten, das erinnert mich immer, wie ich früher so war. Also ich hatte sogar genauso viel, ne? Vielleicht ein bisschen mehr Abonnenten. Deswegen unterstützt ihn ja doch einfach mal, abonniert ihn oder so. Ja, auf jeden Fall, er gibt sich viel Mühe, es kommt auch regelmäßig da was. Er macht zum Beispiel Minecraft, Stage Block. Dann macht er ein ganz normales Minecraft, Team Fortress, Terraria, ups. Minecraft, The Binding of Isaac. Guild Wars, wie das ausgesprochen wird. Und vieles mehr, also da gibt es echt viel zu finden. Er macht übrigens auch so Speed Arts, so mit gemischten Pokémon oder so. Ich habe mir das mal angeguckt, ich finde das relativ cool. Ja, wenn euch gefällt, könnt ihr ihn ja abonnieren, einfach mal vorbeischauen. Ich meine, er hat richtig viele Videos und wenig Abonnenten, das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten kommen wir zum nächsten, denn ich habe wirklich viele im Gepäck. Der nächste, das wäre der Gaming Otaku. Und Gaming Otaku hat 46 Abonnenten, 10.000 Videoaufrufe und schon enorm viel hochgeladen. Also 209 Videos, auch so 200er Dreh rum. Gaming Otaku macht zurzeit Hamtaro. Terranigma, Hamtaro Hamham Challenge. Boah, das ist so klein die Schrift, ne? Oder noch irgend so ein Spiel, was ich nicht kenne. Hat halt noch was über sich geschrieben, hat auf Facebook Fanpage Seite und alles Mögliche. Wenn euch gefällt, könnt ihr ja einfach mal vorbeischauen. Er macht doch viele ältere Spiele, sage ich mal, aber er macht sie ziemlich gut, wie ich finde. Und ja, er hat auf jeden Fall mehr Abonnenten verdient. Er macht seine Sache wirklich echt gut. Zieht sie auch ordentlich durch da. Hat aber leider nur relativ wenige Aufrufe. Das finde ich ein bisschen schade, deswegen unterstütze ihn da doch einfach mal. Terranigma hat er zum Beispiel hier 41 Folgen. Also das ist schon ordentlich was. Hamtaro. Also ich finde die Videos von ihm sehr klasse. Gut so, weiter so. Mach's auf jeden Fall richtig gut. Und ja. Abonnieren, wenn euch gefällt. Der nächste wäre der Karl Casualty. Willkommen auf dem LP-Kanal von Karl und Fabian. Also es sind so zwei Leute. Soweit ich das sehe, sind das halt zwei Leute, die machen zurzeit Morrowind, Skyrim. Boah, ist das Bild klein. The Binding of Isaac, das an kann ich nicht lesen. Dirt San Francisco, das ist ein Scheiß. World of Tanks, Minecraft und geplant sind halt noch viele andere Sachen. Die beiden Jungs sind 15, oder? Seid ihr beide 15? Er kommt auf jeden Fall aus Leipzig. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt vorlese, aber sie haben schon ordentlich was hochgeladen. 68 Videos, 10 Abonnenten haben sie erst und 1700 Videoaufrufe und ach genau, und Driver San Francisco. Ja, auf jeden Fall gute Videos, wenn sie euch gefallen, könnt ihr sie ja mal abonnieren. Auf jeden Fall World of Tanks sieht man auch nicht überall. Das letzte Video kam jetzt von einer Woche oder so. Aber da muss man einfach mal schauen oder da müsst ihr einfach mal gucken. Oder mich würde es freuen, wenn ihr dann mal wieder mehr Videos machen könnt. Vielleicht seid ihr im Urlaub oder so, ist keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier schön viel zu finden eigentlich an schönen Games. Gut, wenn es euch gefallen, könnt ihr ein Abo da lassen. Auf jeden Fall der nächste. Das wäre der
Raza LP, wenn ich das richtig ausspreche, wurde mir vorgeschlagen, aber ich kannte ihn schon früher und muss dazu sagen, er macht seine Sache richtig professionell. Ich meine, guck mal, wenn ihr euch schon mal alleine der BG, der Background, ja, der sieht so geil aus und Videos in 720 Pixel. Er macht, hat Let's Force, also Star Wars The Force Unleashed, hat er abgeschlossen. Dann macht ihr Assassin's Creed, Revelations, Daisy, Guild Wars 2, Portal 2, also der macht da schon ordentlich geile Spiele. Aber leider gucken es nicht so viele, das ist ein bisschen schade. Er hat nur 208 Abonnenten für über 200 Videos, ja. Also ich finde, er hat wirklich viel mehr Videos verdient. Also viel mehr Abonnenten. Weil er macht seine Sache einfach richtig gut, professionell. Und dann will ich einfach mal sagen, abonniert ihn einfach mal. Denn er hat es wirklich verdient. Schaut doch einfach mal eure Videos an. Ihr werdet überzeugt sein. Denn ich finde, er macht seine Sache echt klasse. Weiter so. Auf jeden Fall sehr gute Videos, sehr gute Qualität, guter Kommentarstil, einfach weiter so machen. Deine Abonnenten wirst du sicherlich noch bekommen. Gut, kommen wir zum nächsten Kanal. Das wäre der Dama Nova 1986. Er hat zurzeit 25 Abonnenten, 1300 Videoaufrufe, 38 Videos und ja, er macht zurzeit sehr viel Minecraft. Lol, du wohnst in Berlin, cool. Will ich auch mal hin. Minecraft Floating Islands, Minecraft Sky Maps. Sonntagsspecial, also jeden Sonntag lädt er mal was anderes hoch, etwas cooleres und so. Und sonst hat er hier nochmal ein bisschen Brickforce gemacht, aber im Großen und Ganzen spielt er eigentlich Minecraft. Hier zum Beispiel jetzt Sky Maps oder Floating Islands. Halt so. Wie sagt man die, wie nennt man die so? Ja, so Survival Adventure Maps oder so. Auf jeden Fall, wenn ihr Minecraft-Fan seid und sowas euch mal angucken wollt, dann seid ihr hier, denke ich mal, genau richtig. Auf jeden Fall macht das eine Sache auch echt klasse. Mach weiter so. Du wirst deinen Abonnenten sicherlich auch noch bekommen. Oh, und ich würde einfach mal sagen, gut, kommen wir eigentlich einfach zum nächsten und das wäre der vorletzte, das wäre der Mr. Game Crazy LP. Er hat zurzeit 14 Abonnenten, 14 Videos, 17, 7 Abonnenten. Haben wir einfach überlegt, komm, tust du den auch mal rein. Er hat jetzt zum Beispiel hier mal ein Video hiervon hochgeladen. Dann hat er ein Let's Show hochgeladen von einem Mod-Server, Hannibal's Nitratos Test-Server, Happy Wheels Let's Play. Und dann macht ihr Builders Leech. Also er macht hier schon Happy Wheels, Minecraft Sachen. Hat zwar noch nicht so viel gemacht, aber die Sachen kommen, denke ich mal. Jetzt hat er ja wieder angefangen mit Happy Wheels heute. Das passt. Oder ja, gestern heißt es schon nur nach 0 Uhr. Auf jeden Fall mach weiter so. Kann ich nur sagen, abonniert ihn, wenn er euch gefällt. Er hat zum Beispiel auch eine Key-Verlosung zu Smitty gemacht. Oder Schmitty. Die Beta-Version halt noch. Ist halt ein ganz cooles Spiel, aber für mich ist das jetzt nicht so was. Gut, wenn ihr damit machen wollt, könnt ihr mitmachen. So viel mehr zu sagen zu dem Kanal gibt es jetzt nicht. Wenn er euch gefällt, könnt ihr ihn ja abonnieren. Einfach mal vorbeischauen. Ansonsten kommen wir zum letzten. Das wäre der Koshiro LP. Ein guter Kumpel von mir, den ich jetzt auch einmal vorstellen möchte. Er hat zurzeit 32 Abonnenten, 256 Videoaufrufe. Er macht zurzeit, so wie ich das sehe, hat noch nicht so viel gemacht, aber er macht Minecraft-Server-Vorstellungen, Ace of Spades, und ich denke mal, da kommt noch ein bisschen was. Auf jeden Fall abonniert ihn, denn ich finde seine Let's Plays, seine Videos auch eigentlich sehr klasse, und ich denke mal, es wird in Zukunft noch viel mehr kommen. Es hat ja nicht 32 Abonnenten. Und ja, bleibt einfach mal auf den Laufenden, wenn ihr dann nochmal Videos von ihnen sehen wollt. Und ja, ich finde, er macht seine Sache gut.
Ansonsten vorbeischauen, abonnieren halt bei den ganzen Kanälen. Ich kann nochmal alle durchgehen. Zack, hier haben wir normale Kanäle. Und ja, wenn es euch gefallen, schaut einfach mal vorbei. Links sind in der Beschreibung. Vielleicht sind ein paar Kanäle dabei, wo ihr sagt, oh, coole Kanäle. Und ich verabschiede mich einfach und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Vielleicht seid ihr ja in den nächsten Vorstellungen dabei. Auf jeden Fall macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss.